Ja, ist gut, ich hab's gesehen. Ist die Sau jetzt kaputt? Endlich. So, pass auf jetzt hier. Und jetzt, Junge! Nein! Viel zu weit entfernt. Ne, wir wollen die ja nicht entern, wir wollen die ja zerstören, ne? Jetzt, der kriegt jetzt die volle Breitseite, ja. Komm schon, zeig dich! Und jetzt! Zu früh? Ne, bisschen getroffen. Alter, der ist schon fast platt. Der verfolgt uns, die Sau. Den machen wir als erstes platt, jetzt hier den. Alter, Jungs. Boah, was ein Schuss, Junge. Habt ihr das gesehen? Warte, warte, warte. Oh, links neben mir ist auch einer. Geh weg, Junge! Ich bin tot, Alter! Das gibt's nicht! Boah, ey, das ist so anstrengend. Ach, ich hab's irgendwie lieber, wenn ich direkt im Kampf bin mit ihm selber, als hier in dem Schiff. Ich komm nicht klar, wirklich. Ich glaube, ich verliere einfach hier in diesen Kämpfen schon viel zu viel Energie. Halbe Segel, Jungs. So. Köpfe runter! Jungs, Jungs, Jungs. Boah, das meine ich, ey. Wie oft kann er denn schießen, bitte? Alter, leck mich doch. Guck mal, wie oft, ey, ohne Witz, Alter, ist das eklig, diese scheiß Drecksmission. Ja, Jungs, wir haben es gesehen, wir haben es gesehen, wir haben es gesehen. Wird eh nichts mehr.
Alter Junge! Moment, Moment. Ach, leck mich doch. Der will eine Breitseite, der will eine Breitseite! Boah, der war dick getroffen, oder? Scheiße. Guck mal, wie es mir jetzt schon angezeigt wird, weil ich wahrscheinlich zweimal gestorben bin. Deswegen wird es mir jetzt angezeigt. Auch wieder richtig dick getroffen. Willst du mich verarschen? Hab ich den nicht gerade getroffen als Roter? Geh doch mal weg jetzt hier. Na endlich. Na endlich. Nein, 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 nicht mit unserem zusammenkrachen. Zu früh! Einfach zu früh weggehauen alles. So ein bekloppter Idiot bin ich. Alter, wieso drehen wir uns denn gar nicht mehr? Schon wieder zu früh. Ihr wollt ja an uns reinfahren. Moment. Endlich, Jungs und Mädels, wir haben es geschafft. Na super. Geld verloren! Bereit zu feuern! Jetzt sind wir alleine! Drehwasser, Feuer! Da, nach links. Ach du Scheiße, alles ist am Exploden um uns herum. Die wird kommen. Wir müssen die Bucht so lange halten. Das ist verrückt. Du bist allein und wir sind ohne Verstärkung. Und wir sind fast tot übrigens. Vorsicht, Captain! Boxer! Kriegsschiffe nahen! Werden beschossen! Das Flugzeug schießt! Deckung! Aha! Und Feuer! Er hat wirklich vor, sie zu entern, oder? Hat er den Verstand verloren? Er wird uns noch alle umbringen. Halbe Segelmänner! Halbe Segelmänner! Jungs, jetzt schaffen wir es! Die haben voll daneben geballert und jetzt seid ihr dran, ihr Schweine! Bam! Hallo?
Na, dieses optionale Ziel sollte kein Problem sein. Plötzlich holt er doch das Messer raus. Kleiner Freak, du. So, kleinen Arschlöcher. Bäm, Junge! Spring runter, Junge! Wow, wie viel kommen denn jetzt plötzlich? Das war schlecht. Den hätte ich kontern müssen, den einen. Was ist los mit mir? Jetzt mal ein bisschen das Tomahawk hier. Zack, zack, zack. Muss ich die eigentlich umbringen oder soll ich einfach mal langsam den Kapitän verfolgen? Ah, ich bringe sie einfach um. Alles klar, und jetzt ist der Kapitän dran. Ich knall dich einfach ab. Das heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versenkt in Osan. Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten beschrieb. Wie versprochen gehören meine Schiffe euch. Wie können wir helfen? Fünf von ihnen müssen in den Hafen New Yorks unter britischer Flagge. Wartet, wartet. Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten versenken oder Fracht transportieren. Stattdessen bittet ihr uns was? New York zu zerstören? Nein. Natürlich nicht. Ah. Nur ein Teil davon. Erklärt mir das. Ich muss ins Fort George eindringen, doch es wird gut beschützt. Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen. Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nah genug heran. Dann ist der Plan klar? Keineswegs. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen, auch einem Irren gegenüber. Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist. Ihr habt ihn gehört. Steht ihre Flaggen, damit wir sie hissen können. Beeilung! Also ist der Typ, mit dem wir gerade geredet haben, soll das ein Franzose sein. Der hat ja gar nicht Französisch. Hätte gar kein Oxen und so weiter. Ich kann kein Französisch, Oxen. Auch wenn mir mal gesagt worden ist, ich höre mich an wie ein Franzose. Aber wie ich mich schon alles anhören sollte, was mir da schon geschrieben worden ist auf YouTube, das geht ja gar nicht klar. Zack, zack, zack. Hallo Connor, grüß dich. Ist alles vorbereitet? Ja, Lafayette wartet schon in den Tunneln unter der Stadt. Okay Leute, allerdings machen wir das erst bei der nächsten Session bei mir. Also jetzt habe ich knapp eine Stunde aufgenommen, das reicht jetzt erstmal.
beim nächsten Mal geht's dann weiter. Danke fürs Zusehen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.